Fertig? Wunderbar. Hallo meine Freunde, jetzt auch wieder hier mit Let's Play Dragon Age Origins. Wie ihr gerade gesehen habt, hat sich ein bisschen was verändert. Ich mach mal das Journal auf. Der Premium-Inhalt. Er funktioniert jetzt. Wie ich das gemacht habe, ist kein Geheimnis. Da fährt gerade eine Kehrmaschine draußen vom Haus vorbei. Wunderbar. Egal. Ja. Ich hoffe, meine Stimme versteht man noch und dass das nicht zu laut war gerade. Die kommt nämlich gleich wieder. Ja, wir haben alles. Bedankt euch beim Steam Summer Sale. Da habe ich mir das Spiel mehr irgendwann nochmal gekauft. Und er... Ich habe übrigens noch nicht geguckt, was das für Geschenke sind oder was überhaupt hier jetzt abgeht. Wir gucken mal. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Sind einfach in den Waren. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Rabatt ist immer gut. So, ist irgendeine besondere Waffe? Irgendeine besondere... Okay, die Blutdrachen-Sachen bringen mir noch gar nichts. Ach ja, ich habe Lilianas Lied durchgespielt. daher kommt diese Rüstung hier, die ich Liliana auch gleich anlegen werde. Ich weiß es bloß nicht. Was hat er denn für Geschenke? Jetzt so mal als kleine Frage. Ich weiß halt mich nicht, ich habe mir das nicht durchgelesen. Wirbelschläger, kritischer Schaden. Schädliche Angriffe. Ich muss halt kurz gucken. Ich habe nämlich 5 Gold, da kann man vielleicht was mit anfangen. Und ich habe nicht vergessen, dass ich eigentlich Sidequests machen wollte und dass ich das hier auch hätte machen können. Off Camera, aber Alistairs Puppe. Alistair Puppe, Moment, kleine aus Lumpen gefertigte Puppe, erinnert. Schicken wir weiter an Alistair. Sie ist mit kleinen Nadeln gespickt. Wie geil ist das? Ein grauer Wächter Handpuppe. Geil. Was ist das denn? Sind das spezielle Geschenke für bestimmte Leute? Keuschheitsgürtel. Diese eine Gürtel sieht ziemlich unbequem aus. Er wird für ein Schloss. Schmetterlingsschwert. Es ist vollkommen unklar, ob diese auffällige Waffe für den Kampf oder nur als Requisite gedacht ist. Geil. Gesang des Lichts, ungekürzte Fassung. Das könnte Liliana gefallen. Hässliche Stiefel. Die Hässlichen dieser schönen Stiefel. Müsste unzählige Insekten ihr Leben lassen. Welch eine Verschwendung. Ups, Schutzkrank für den Hund. Okay. Vorstänger des Königs von Pharrell. Aktivierte Brandwein. Mit der Erinnerung. Totengebiet der Kunari. Kuschelstein. Irgendjemand hat diesen Stein mit einem Augenbau und einem dümmlichen Grinsen bemalt. Geil. Bartwelschflasche. Königliches Schild. So, das wird noch also sehr interessant. Grauwächter Handpuppe. Diese mit Blechhelm ausgerüstete Puppe wurde blau-grauen Wappen der grauen Wächter bemalt. In jedem Fall interessant. So. Ne, eigentlich erstmal. Nichts, weil Alistair hat noch lange nicht genug Stärke, um die Blutdrachenrüstung zu tragen. Ja, er soll sich später beim Betragen. Mal kurz was gucken. Was ist eine mentale Widerstandskraft? Das ist ja natürlich schön, aber da habe ich lange nicht genug Geld für. Schussband plus Geschick, Chance auszuweichen für Magier. Das wäre natürlich für Morgan. Morgan, interessant. Der Verteidigung. Kurz mal. Ausdauerregulation und Kampf. Das wäre natürlich auch. Ja, wenn das interessant war schon. Ja, das dürfte es erstmal sein. So. Können wir mal probieren, ob das wirklich klappt mit dem DLC. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht?
Der Soldatengipfel stand lange genug verlassen da, wenn ihr mich fragt. Gehen wir zum Soldatengipfel. Oder? Ich glaube, auf einmal soll belohnt. Ja, nimm es erst. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Und es funktioniert. Er ist weg. Und einen neuen Codex-Eintrag gab es obendrein. Sophia Darren. Schön. Schön, schön, schön. Es klappt doch alles. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Und ich bin gerade überlegen. Er hat immer noch das Dingens über den Kopf. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Die dunkle Brut hat Lothering angegriffen. Und ich bezweifle, dass alle rechtzeitig fliehen konnten, bevor sie kam. Es heißt, diese Kreaturen hätten alles überrannt, Gefangene gemacht und die Häuser niedergebrannt. Und dann seien sie ebenso schnell wieder verschwunden. Ich frage mich, ob noch jemand am Leben ist. Einige Kantoren sollen nach Süden gegangen sein, möglicherweise um nach Überlebenden zu suchen. Ich mache mir aber keine Hoffnungen. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Habt ihr noch weitere Gerüchte gehört? Im Osten sammelt sich eine weitere königliche Armee. Aber nach allem, was man hört, wird sie wohl nach Westen marschieren und nicht gegen die dunkle Brut nach Süden. Ist das nicht unglaublich? Wenn sich das Benorn gegen Loghain erhebt, brauchen wir die dunkle Brut nicht mehr, um uns zu vernichten. Das machen wir schon selbst. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Und noch weitere Gerüchte? Ich habe Gerüchte gehört, dass die Truppen aus Orlais, die uns im Kampf gegen die dunkle Brut beistehen wollten, am Gebirgsübergang abgewiesen wurden. Ich bin zwar froh, dass Ferelden nicht wieder voll von diesen orlesianischen Bastarden ist, aber gegen diese Monster hätten wir ihre Hilfe bestimmt gut gebrauchen können. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Und wie gesagt, da war die Kehrmaschine nochmal. Taryn Loghain hat einen der Bands verhaften lassen, weil er sich gegen ihn gestellt hat. Er hat ihn verhaften lassen. Das ist unglaublich. Die Rede des Bands war wohl Hochverrat. Er meinte, Loghain müsse gewaltsam vom Thron gestoßen werden. Aber eine Verhaftung? Wie kann man nur einen Band verhaften? Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Man erzählt sich so viel auf den Straßen. Offensichtlich wollen einige der Bands Taryn Loghains Befehlen einfach nicht folgen. Es wird immer noch zu viel über König Kaelens Tod geredet. Und es gibt Fragen, was genau geschehen ist. Eigentlich sollte man ja meinen, dass die Leute mehr zusammenhalten, wenn die dunkle Brut vor der Tür steht. Oder etwa nicht. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Habt ihr schon gehört? Loghain hat Arl Renton Howe zum neuen Taryn von Denerim ernannt. Das Altum geht dafür an hausältesten Sohn. Urien ist bei Ostagar gefallen. Und sein Sohn ist während einer Revolte in der Stadt umgekommen. Das ist tragisch. Ich frage mich aber, wieso Arl Howe so aufgestiegen ist. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Mein Gott, sind die Straßen heute geschwätzig. Endlich gibt es Neuigkeiten aus Redcliffe. Es scheint, als leider Arl Eamon an irgendeiner tödlichen Krankheit, vielleicht sogar der Verderbnis. Er könnte sogar sterben. Wenn dies geschieht, kann sich im Landting vermutlich niemand mehr gegen Taryn Loghain stellen. Ziemlich angenehm für den Taryn, nicht wahr? Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Mein Gott, erzählt er viel. Man sagt, der Zwergenkönig sei gestorben. So alt wie er war, wurde er vielleicht vergiftet oder ermordet. So treten Zwerge doch normalerweise ab, oder? Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Es heißt, die Stadt High Ever sei voll von Taryn Loghains Truppen. Es gab Gerüchte über eine Revolte, bei der vielleicht sogar die Familie Cousland umgekommen ist. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Naja, einer steht vor dir, aber egal. Irgendetwas geht im Magierturm im Kaelenhardsee vor sich. Niemand weiß etwas Genaues und die Templer wollen nichts erzählen. Genau das brauchen wir jetzt, was? Hoffen wir mal, dass die Magier nur etwas gegen die dunkle Brut aushecken. Irgendwer muss ja irgendwann mal etwas unternehmen. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet.
Aus Orlais sollten weitere graue Wächter kommen, aber sie sind wohl abgewiesen worden. Wenn man bedenkt, wie viele Fragen hinsichtlich Ostagar noch offen sind, ist das vielleicht auch ganz gut so. Das erzählt man sich zumindest auf den Straßen, was auch immer das bedeutet. Ja, und das letzte Mal, ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit nur Gerüchte nachgehen, was genau ist euch widerfahren? Vielleicht sagt er ja was. Nun, wenn es euch wirklich interessiert, spricht wohl nichts dagegen, es euch zu erzählen. Ich komme ursprünglich aus Orzammar, der berühmten Zwergenstadt unter dem gewaltigen Frostgipfelgebirge. Ich war dort ebenfalls Händler, aus der Händlerkaste. So etwas liegt einem im Blut, wisst ihr. Man kann es nicht einfach hinter sich lassen. Ich hatte ein ziemlich erfolgreiches Geschäft mit seltenen Artefakten. Alte Dinge, wundersame Dinge. Die Adligen haben sie geliebt. Sie haben sie an die alten, ruhmreichen Zeiten erinnert, nehme ich an. Ruhmreiche Zeiten? Unsere Königreiche erstreckten sich einst über die Länge von ganz Thedas. Vom majestätischen Orzammar über Karl Charok bis hin zum funkelnden Darmellen weit im Westen. Es heißt, die Gold- und Silberadern seien in Darmellen so dick durch den Fels gelaufen, dass die ganze Stadt funkelte. Aber natürlich hat die dunkle Brut uns all das genommen. Ein Teig nach dem anderen fiel, bis nur noch Orzammar übrig blieb. Aber wir hatten darüber gesprochen, wie ich hier gelandet bin, richtig? Eines Tages kam eine Adlige in meinen Laden. Sie hat sich ein wenig umgesehen und dann angefangen, vor Entsetzen zu schreien. Sie glaubte offenbar, ein paar Armschützer in meinem Sortiment habe einst ihrem Bruder gehört. Wisst ihr, er wurde bei einem Höhleneinsturz getötet, als er gerade auf einer Expedition war, um die dunkle Brut aus einem der Tunnel nahe der Stadt zu vertreiben. Sie wurden speziell für ihn gefertigt. Sie sind einzigartig, hat sie geschrien. Er hat sie dem Leichnam meines armen Bruders gestohlen. Ich wurde natürlich sofort verhaftet. Die Adligen sind bei so etwas ziemlich empfindlich. Und habt ihr sie gestohlen? Nun, ich hatte sie nicht gestohlen. Wisst ihr, ich hatte diese kastenlosen Strolche dafür bezahlt, sich für mich in die tiefen Wege zu wagen. Die verlorenen Teigs waren voller Dinge, die die Leute zurückgelassen hatten. Manchmal konnte man einen Schatz finden. Irgendetwas, was ein wenig Gold wert war. Ich verstehe. Die Adlige war jedenfalls nicht besonders glücklich über den Diebstahl der Armschützer ihres Bruders. Ich weiß nicht, was sie mit mir vorhatten, und ich wollte es auch nicht herausfinden. Also habe ich die Wache bestochen und mich bei der erstbesten Gelegenheit zur Oberfläche davon gemacht. Ich habe niemals zurückgeblickt. Eine faszinierende Geschichte, vielen Dank. Gern geschehen. Also, können mein Junge oder ich irgendetwas für euch tun? Auch interessant, in eurer Geschichte habt ihr euren Sohn nicht erwähnt. Ah, ja. In Denarim wartet eine gute Menschenfrau auf mich. Wenn sie könnte, würde sie mir einen Sohn schenken, aber es ist unwahrscheinlich, dass das jemals geschehen wird. Sendel hier habe ich vor einigen Jahren in den tiefen Wegen gefunden. Ich denke, er wurde ausgesetzt und war nie ganz richtig im Kopf. Ich habe ihn aufgenommen und mit mir an die Oberfläche genommen. Er mag vielleicht nicht von meinem Blut sein, aber ich fühle für ihn wie für meinen eigenen Sohn. Wir haben Orzammar verlassen. Das stimmt, Junge. Vielleicht werden wir es eines Tages wiedersehen. Das war edel von euch. Es ist jedoch nicht so, als würde ich davon nicht auch profitieren. Es hat sich herausgestellt, dass der Junge ein Naturtalent im Umgang mit Verzauberungen ist. Vielleicht hat sogar Lyrium seinen Geist verwirrt. Um ehrlich zu sein, habe ich nie darüber nachgedacht, aber es geschieht manchmal. Wenn er genug Zeit hat, kann er jedenfalls nahezu alles mit Verzauberungen versehen. Er könnte sogar seinen eigenen Laden eröffnen, wenn er wüsste, wie. Verzauberung? Nun, zumindest scheint es ihm Freude zu machen. Na, okay, ich sollte gehen. Natürlich. Viel Glück euch und euren Freunden. Auf Wiedersehen. Wow, jetzt haben wir fast eine ganze Folge im Lager verbracht. Egal, Inventory ist ziemlich leer. Wir gehen auf Reisen. Los, los. Äh,
Du. In der Tat. Du. Ja. Unbedingt. Und du. Yay. So, wir haben den Soldatengipfel. Wir haben den Soldier Pass. Die Ländereien. Wir könnten... Karawane, das noch nicht. Flüchtlinge, das sind die drei optionalen Quests. Soldier Pass. Gehen wir einfach mal dahin. Und, oh mein Gott, ein Überfall. Ach ja, stimmt, da war ja was. Von wegen, Attentäter und so. Wir brauchen Hilfe. Sie haben den Wagen überfallen. Bitte helft uns. Kommt mit. Ich bring euch hin. Ja, bla bla bla. Wird erledigt. Wir machen mal hier einen kleinen Schnellspeicher. Dum di dum. Überraschung. Nicht so episch, der Kampf ist nicht so toll. Ich hab den beim letzten Mal schon gut hingekriegt. So. Nicht du, wo ist sie? Da. Erstmal bitte sie da. So, damit ist schon mal eine große Gefahr weg. Ich würde mich gerne ein bisschen besser bewegen können. So, HP stehen noch ganz okay. Hin als nächstes. Bitte mal Heilung und du kannst auch ein schwacher Dingens nehmen zur Sicherheit. So, dann holen wir uns den da. Roms. Weil er macht richtig schön viel Schaden. Und ich sollte vielleicht mal das da nehmen. So. Jetzt das Ganze ein wenig strategisch, weil hier liegen auch überall Fallen rum. So, du hast keine... aus Fäuste. Super. Ich würde gerne... Da brauchst du zu viel Geschick für. Moment. Du könntest... So. Langbogen. Warum hat sie den nicht an? Warum auch immer. So, du wechselst da auch mal auf deine Zweitwaffe. Du bekriegst dann den hier. Die Liliana kann eigentlich mal die hier nehmen. Einfach so, just for fun. So. Damit alle auf Fernkampf sind und hier nicht irgendwie blöder rumlaufen. So. Es dauert zwar dann etwas länger, aber... So. So, HP sehen aber gut aus, weil wir wollen hier gleich... Du. Das waren alle. Ihn aufhängen und mit ihm sprechen. Was? Ich... Ich hatte gedacht, ich würde als Leiche erwachen. Oder gar nicht erwachen, was wahrscheinlicher wäre. Aber ihr habt mich noch gar nicht getötet. Da musste ich kurz husten, Entschuldigung. Ich habe einige Fragen. Ah, ich soll also verhört werden. Ich könnte euch einiges an Zeit ersparen. Mein Name ist Zephron. Zeph für meine Freunde.
Ich gehöre zu den Krähen aus Antiva und mein Auftrag lautet, hier alle überlebenden Grauen Wächter umzubringen. Woran ich kläglich gescheitert bin. Was sind die Krähen von Antiva? Das kann ich euch sagen. Eine Organisation von Meuchelmördern aus Antiva. Ziemlich mächtig und bekannt dafür, niemals zu versagen. Es muss jemanden einiges gekostet haben, diesen Mann zu beauftragen. Sehr richtig. Ich bin überrascht, dass ihr hier noch nichts von den Krähen gehört habt. Wo ich herkomme, sind wir regelrecht berüchtigt. Ihr seid den ganzen Weg aus Antiva gekommen? Nicht wirklich. Ich war in der Gegend, als mir das Angebot gemacht wurde. Die Krähen kommen herum, müsst ihr wissen. Und wer hat euch angehört, uns zu töten? Ein ziemlich schweigsamer Kerl in der Hauptstadt. Ich glaube, er hieß Loghain. Ja genau, so war's. Ihr steht Loghain also loyal gegenüber? Ich kenne eure Zwistigkeiten nicht. Das Übliche vermute ich. Ihr bedroht seine Machtposition, richtig? Davon abgesehen gibt es keine Loyalität. Ich wurde für eine Dienstleistung bezahlt. Und jetzt, da ihr dabei gescheitert seid? Das müssen Loghain und die Krähen miteinander ausmachen. Und dann die Krähen und ich. Was ist mit mir und euch? Arbeiten wir daran nicht gerade? Ich finde die Krähen cool. Wie viel hat man euch bezahlt? Mir gar nichts. Aber die Krähen haben ein gutes Geschäft gemacht, soweit ich weiß. Ich bin also arm wie eine Kirchenmaus. Für Ehrgeizige ist die Laufbahn als Krähe aus Antiva nicht sehr verlockend, muss ich zugeben. Weshalb seid ihr denn eine? Abgesehen von einem völligen Mangel an Ehrgeiz liegt es wohl daran, dass ich keine Wahl hatte. Die Krähen haben mich als Kind gekauft. Ein Schnäppchen, wie sie mir versichert haben. Aber lasst euch von meiner traurigen Geschichte nicht ablenken. Die Krähen sind ganz in Ordnung und sorgen für Wein, Frauen und Männer, woran einem eben gelegen ist. Aber die Kündigungsbedingungen spotten jeder Beschreibung. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, beizutreten, solltet ihr euch das zweimal überlegen. Warum erzählt ihr mir das alles? Warum nicht? Fürs Schweigen hat mich keiner bezahlt. Ich habe es allerdings auch nicht direkt zum Verkauf angeboten. Seid ihr nicht wenigstens eurem Arbeitgeber verpflichtet? Loyalität ist ein interessantes Konzept. Wir können nach dem Verhör gerne im Detail darüber sprechen. Ich höre aber, fasst euch kurz. Es ist ganz einfach. Ich habe euch nicht getötet. Damit ist mein Leben verwirkt. Ende. Wenn ihr mich nicht beseitigt, machen es die Krähen. Aber ich lebe gerne. Und ihr hättet den Krähen etwas entgegenzusetzen. Also lasst mich ab jetzt euch dienen. Was wollt ihr dafür haben? Nun, mal sehen. Am Leben bleiben wäre nett. Dann könnte ich euch auch ein wenig nützlicher sein. Und falls ihr irgendwann beschließt, keine Verwendung mehr für mich zu haben, würde ich gerne einfach gehen dürfen. Bis dahin bin ich euer. Wie klingt das? Und was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? Um ehrlich zu sein, meine Zugehörigkeit zu den Krähen war nicht gerade selbst gewählt. Sie haben mich als Kind auf dem Sklavenmarkt gekauft. Ich habe ihnen meinen Kaufpreis bestimmt 10-fach vergolten. Aber der einzige Ausweg ist jemand, mit dem sie nicht fertig werden. Selbst wenn ich euch noch töten würde, würden sie mich schon deshalb umbringen, weil ich beim ersten Versuch gescheitert bin. Da wage ich doch lieber mein Glück mit euch. Werden sie euch nicht nachstellen? Möglich wäre es. Aber ich kenne ihre Methoden und kann mich schützen. Und euch auch. Nicht, dass ihr das nötig hättet. Und falls nicht, viele Möglichkeiten habe ich ja ohnehin nicht, oder?
Also gut, ich nehme euer Angebot an. Was? Ihr wollt den Meuchelmörder mitnehmen? Haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Keine Sorge, er könnte sich jetzt nützlich erweisen. Ist ja schon gut. Ich sehe es ja ein. Dennoch, wenn uns die Verzweiflung auf der Stirn geschrieben stünde, hätte er gerade angeklopft und um Einlass gebeten. Guter Plan. Aber an eurer Stelle würde ich Essen und Trinken ab jetzt etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ein ausgezeichneter Rat, den jeder beherzigen sollte. Willkommen, Zephren. Eine Krähe aus Antiva dabei zu haben, hört sich nach einem guten Plan an. Oh? Gehört ihr zu meinen künftigen Gefährten? Ich wusste gar nicht, welch Liebreiz in Abenteurerkreisen anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht. Ich schwöre euch hiermit unbedingte Loyalität, bis es euch gefällt, mich davon zu entbinden. Ich bin euer Mann, ohne Einschränkungen. Das schwöre ich. Schön, dass du das schwörst. Überzeuger. Ja, es könnte jetzt sein, dass so ein paar Achievements aufploppen, weil ich das Ganze auf ein anderes Konto verknüpft habe. Ach ja. Zephren, geh das Lager putzen.